Ja, moin, schön euch alle hier so strahlend wiederzusehen. Heute möchte ich euch mal ein paar grundlegende Dinge zum Film erklären, das heißt, welche Einstellungen ihr in Bezug auf ISO, Blende, Verschlusszeit und so weiter an eurer Systemkamera oder DSLR oder Videokamera oder Smartphone einstellen könnt, wie ihr sie einstellen solltet oder auch je nachdem müsst und welchen Look ihr dadurch erzielen könnt. Und werde ich natürlich auch sagen, welche Einstellungen am besten sind, damit ihr möglichst kinoreifen Look erzielen könnt. Wenn euch interessiert, wie ihr das am Smartphone machen kann, da gibt es hier ein sehr detailliertes Video, das ich mal gemacht habe, ist allerdings in Englisch. Wenn euch das nicht stört, guckt euch das gerne an. Ansonsten genießt gemeinschaftlich mit mir das Intro und dann geht's auch schon gleich los. So, dann fangen wir mal an. Ich werde einfach alle Menüpunkte, die ich jetzt hier in der Kamera dazu habe, nach und nach durchgehen, dann vergesse ich nichts und werde ein bisschen was darüber erzählen, wieso, weshalb, warum und was ihr sinnvoll einstellen solltet oder könnt oder müsst, halt je nachdem. Wenn da irgendwas ein bisschen unklar ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann beantworte ich das. Es wird auch bestimmt zu einigen Teilbereichen nochmal genauere Videos geben, das ist jetzt erstmal nur so ein grober Einstieg, aber damit habt ihr wahrscheinlich das meiste gedeckt, könnt erstmal kreativ sein und dann werden wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch Fragen aufkommen und dann ballert mich ruhig zu mit den Fragen. Dann werde ich die soweit beantworten. So, wir fangen auch gleich hier oben mit dem Schnellwahlrad an. Wichtig ist, dass ihr das auf manuell stellt, damit ihr wirklich alles manuell einstellen könnt und ihr wollt und solltet auch nur in manuell filmen. Ich habe anfangs, als ich angefangen habe, selber einige Bereiche automatisch von der Kamera einstellen lassen beim Film. Das hat mich im Nachhinein wirklich sehr stark geärgert, weil ich dann beim Schneiden festgestellt habe, dass sich manchmal die Farbe ständig ändert, die Helligkeit ständig ändert und das wollt ihr nicht, weil das einfach doof aussieht. Also stellt wirklich alles auf manuell ein, denn im Gegensatz zu einem Foto bewegt ihr euch ja mit der Kamera und wenn die Kamera Automodus da drin hat, dann wird sie sich automatisch ständig den neuen Gegebenheiten anpassen und das sieht nachher alles andere als cinematisch aus und das wollt ihr garantiert nicht erreichen. Also manuell. Dann stellt ihr am besten auf den Videomodus, dann könnt ihr nebenbei alles mit einstellen. Framerate, das heißt FPS. In welcher Framerate und welcher Größe und wie auch immer wollt ihr aufnehmen? Das bleibt jetzt ein bisschen euch überlassen. Ihr habt in den Kameras meistens die Möglichkeit zwischen NTSC und PAL als Videosystem umzustellen. NTSC ist ursprünglich das amerikanische Filmsystem, PAL das europäische. Wenn ihr jetzt den Kinolook erzielen wollt, dann müsst ihr auf NTSC umstellen, weil die Kinofilme, die Blockbuster, die ihr so seht, die sind alle im amerikanischen Format gedreht und da ist euer Auge dran gewöhnt und verbindet mit dem Effekt halt Kinolook. Wenn ihr jetzt auf PAL umstellt, dann bekommt ihr eher einen sehr deutschen Look, also sowas wie die typischen deutschen Seifenopern, gute Zeiten, schlechte Zeiten oder sowas. Das seht ihr schon vom Bild, wenn ihr das euch anguckt, das sieht halt anders aus als ein Kinofilm. Das hängt mit vielen Sachen zusammen, aber eins ist auch was ganz Wichtiges, es ist halt die Framerate. Das werdet ihr jetzt beim Film den Unterschied nicht so dolle feststellen, aber nachher, wenn das Video fertig ist, dann werdet ihr es tatsächlich sehen und den Unterschied so ein bisschen unterbewusst feststellen. Hat ein bisschen was mit der Bewegungsunschärfe zu tun. Ich persönlich filme in 23,976, das ist halt wirklich das, in dem Kinofilme auch gedreht werden, beziehungsweise in 60 FPS, wenn ich Zeitlupe haben möchte. Und wenn ihr jetzt halt Deutsch filmen wollt, dann nehmt ihr zum Beispiel 25 und 50 für Zeitlupe. Wichtig ist, dass ihr wirklich die Framerate an das anpasst, was ihr haben wollt. Das heißt, wenn ihr Zeitlupe haben wollt, stellt ihr eine höhere Framerate ein, also ein Multiples der Ursprungsframerate und könnt das im Nachhinein dann reduzieren in Premiere Pro die Geschwindigkeit, dann habt ihr halt einen Slow-Motion-Effekt. Wenn jetzt allerdings alles in Slow-Motion filmt, also in einer höheren Framerate filmt und das aber nachher in der normalen Framerate ausgibt, dann wird das Bild hakelig und ruckelig sein. Und wenn ihr jetzt alles nur in einer hohen Framerate aufnimmt und dann ausgibt, es gibt ja einige YouTube-Kanäle, die das machen, das ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dann sieht das Bild zwar flüssiger aus, aber es sieht irgendwie so ein bisschen unwirklich aus. Es ist wahrscheinlich für Sport und so vom Vorteil, weil man halt mehr Details sieht und mehr Möglichkeiten hat und das halt so ein bisschen schärfer auch ist, aber es sieht für das Auge irgendwie ungewöhnlich aus und mir persönlich gefällt das nicht, aber ist Geschmackssache. Probiert euch einfach aus, nehmt die verschiedenen Frameraten mal und dann findet ihr heraus, was euch davon gefällt. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt, der ganz wichtig ist und damit auch zusammenhängt, und zwar ist das die Verschlusszeit oder Shutter Speed. Wenn ihr jetzt so filmen wollt, dass es
natürlich aussieht, dann ist es wichtig, dass der Shutter Speed genau das Doppelte ist von der Framerate. Also wenn ihr mit meinetwegen 25 Bildern die Sekunde filmt, dann müsst ihr den Shutter Speed auf 50 einstellen. Filmt ihr mit 50 Bildern pro Sekunde auf 100, filmt ihr mit 24 Bildern pro Sekunde eigentlich auf 48, haben die meisten DSLRs und Systemkameras nicht, dann nehmt ihr einfach 50. Wenn ihr das so einstellt, dann habt ihr einen sehr natürlichen Bildverlauf, einen flüssigen. Wenn ihr jetzt die Framerate halt nicht so einstellt, dann sieht das Bild anders aus. Also wenn ihr jetzt meinetwegen mit 25 Bilder pro Sekunde filmt und ihr stellt die Verschlusszeit auf 200 ein, dann sorgt das dafür, dass das Bild zwar an sich schärfer aussieht, weil halt die einzelnen Bilder kürzer belichtet sind und eingefroren, aber es sieht auch hakelig aus. Das heißt, ihr habt so ein bisschen hakelig und ruckelig die Bewegung, aber beim anderen ist sie gleichmäßig und es wirkt dann halt stockig. Im Gegensatz dazu ist es, wenn ihr es andersrum macht, wenn ihr mit 25 Bildern pro Sekunde filmt, aber auch eine Belichtungszeit von 25 einstellt, dann sorgt es dafür, dass das Bild so ein bisschen so ein dreamy, so ein Traumlook hat. Das wird auch häufig bewusst eingesetzt, wenn jetzt zum Beispiel Kinofilme sind mit Action-Szenen, dann wird häufig eine schnellere Belichtungszeit eingesetzt, damit das Bild so ein bisschen ruckliger, ein bisschen hakeliger wirkt, dann hat das halt mehr Action. Und wenn ihr halt so ein bisschen verträumtere Szenen habt, dann wird halt die Framerate die gleiche sein wie die Belichtungszeit, um halt diesen Look zu erzielen. Also ihr könnt damit spielen, standardmäßig nimmt aber das Doppelte. Die Belichtungszeit wirkt sich natürlich auch auf die Helligkeit des Bildes aus. Das heißt, wenn die Belichtungszeit kürzer ist, ist das Bild natürlich dunkler, weil wesentlich weniger Licht einfällt. Das heißt, sobald ihr jetzt Slow Motion filmen wollt und habt dann das Zwei- oder Dreifache an Belichtungszeit, dann werdet ihr definitiv mehr Licht brauchen oder ein helleres Objektiv oder eine Kamera, was möglichst wenig Bildrauschen hat. Deshalb empfehle ich euch, wenn ihr Slow Motion filmt, dann macht das bei gutem Wetter oder bei gut ausgeleuchteten Gegenständen und nicht unbedingt im Dunkeln, da ist es äußerst ungeeignet. 60 Bilder die Sekunde mag ja noch hier und da gehen. Wenn ich mit dieser Kamera auf Partys abends mit 60 Bildern die Sekunde filmen möchte ohne Ausleuchtung, dann bin ich beim ISO-Wert von, ich glaube, 6.500 oder so und dann sieht das Videomaterial auch nicht mehr wirklich gut aus. Also Slow Motion wirklich eher am Tage filmen und im Dunkeln solltet ihr dann gucken, dass ihr eine möglichst lange Belichtungszeit habt, das heißt zum Beispiel ein 50stel, wenn ihr mit 25 oder 24 FPS filmt und dann seid ihr doch auf der sicheren Seite, dass ihr auch im Dunkeln noch ein halbwegs vernünftiges Bild habt. So, kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt, Blende. Ich weiß, viele filmen gerne in Blendenautomatik, hat den Vorteil, dass die Helligkeit im Bild automatisch eure Gegebenheiten angepasst wird, und zwar durch die Blende und vielleicht noch über den ISO-Wert und die Verschlusszeit halt gleich bleibt, was sehr wichtig ist, damit der Look gleich ist und das Bild nicht plötzlich hakelig oder so aussieht. Allerdings ist die Blende besonders wichtig für euren kreativen Spielraum und für euren Look. Das heißt, wenn ihr jetzt Blende 2.8, 2 oder 1.8 nehmt, dann habt ihr eine wunderschöne Freistellung eures Subjekts, vielleicht eures Menschen, den ihr filmt. Dann sticht er einfach mal heraus, so wie ich jetzt aus meinem Hintergrund heraussteche. Ich filme jetzt gerade mit Blende 2.2. Wenn ihr jetzt aber nachher höhere Blendenstufen nehmt, wie 4 oder 8 oder 11 oder so, dann sorgt das dafür, dass euer Objekt nicht mehr richtig freigestellt ist. Also wenn ich jetzt hier mit Blende 4 filme, dann ist der Hintergrund nur noch leicht unscharf. Er ist noch ein bisschen unscharf, weil ich jetzt hier mit umgerechnet ungefähr 50 mm filme. Wenn ich jetzt aber mit Weitwinkel, das heißt 16 mm oder so, auf Blende 4 filme, dann ist wirklich alles gleich scharf. Dann sticht euer Subjekt nicht mehr wirklich heraus. Das ist halt unpraktisch. Und wenn ihr jetzt einen besonders kinoreifen Look haben wollt, dann ist eine große Blendenöffnung besonders wichtig. Hier zum Beispiel in dem Video habe ich das Intro, wo ich die Karte gefunden habe, alles mit Blende 1.8 gefilmt und hatte dadurch auch eine wunderschöne Freistellung. Und wenn ich einfach mal ein paar Kinofilme angucke und ihr achtet mal drauf, werdet ihr auch sehen, dass die Menschen meistens freigestellt werden. Das heißt, wir stehen meinetwegen in der Mitte zwischen mehreren Autos und dann ist nur diese Person scharf und nicht die Autos davor und dahinter. Das heißt, wenn ihr wirklich vernünftig filmen wollt, kinoreif filmen wollt, dann braucht ihr Objektive, die eine sehr hohe Blendenöffnung haben. Also 1.8, 2, 2.8, irgendwas in der Richtung. Dann könnt ihr auch einen richtig schönen Look erzielen und solltet dann eher auf sowas wie Blende 4 oder sowas verzichten. Ich kann ja mit diesem nur leider mit Blende 4 filmen mit meinem Weitwinkel, weil das Weitwinkel mit Blende 2.8 hiervon, das kostet halt 2.500 Euro und das konnte ich mir und will ich mir auch nicht leisten. Irgendwann ist es vielleicht mal soweit, so lange muss auch Blende 4 für meine Vlogs herhalten. Ist nicht so schön, ich hätte gern einen anderen Look, aber kann man nicht ändern. Ein wichtiger Punkt, der auch mit der Blende zusammenhängt, ist der ND-Filter. Hier habt ihr mal einen. Da ist es sinnvoll, wenn ihr so wie hier so einen variablen ND-Filter habt. Der ist im Prinzip dafür da, wenn ihr tagsüber draußen filmen wollt. Ihr wisst ja nun, ihr könnt die Belichtungszeit nicht ändern, die muss ja anhand eurer Framerate angepasst sein. Und ihr wisst ja auch, dass ihr die Blende möglichst weit offen haben wollt für einen kinoreifen Look.
Wenn ihr jetzt draußen bei Tageslicht filmt, werdet ihr sehen, dass ihr mit Blende 2.8 überhaupt nicht hinkommt bei einer Belichtungszeit von 1/50. Das heißt, ihr kommt ja nicht um einen ND-Filter rum. Ich verlinke euch hier mal so einen unten drunter. Die kosten auch nicht viel. Ich glaube, einfache kosten 40, 50 Euro. Richtig gute kosten 250 Euro. Und dann habt ihr so wie hier variable ND-Filter. Die packt ihr einmal drauf und die könnt ihr dann drinnen entsprechend der Helligkeit draußen anpassen und dann dafür sorgen, dass einfach ihr trotz Helligkeit draußen einen wunderschönen Freistellungseffekt habt. Kommen wir zum nächsten Punkt, ISO. Den ISO-Wert solltet ihr nach Möglichkeit auch manuell einstellen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber normalerweise ist manuell sinnvoller. Und ihr solltet nach Möglichkeit mit dem Grund-ISO-Wert eurer Kamera arbeiten, weil der am meisten Dynamikumfang und am wenigsten Bildrauschen bietet. Bei Canon DSLRs ist es meistens ISO 100, bei meiner Canon Cinema-Kamera, mit der ich mich gerade filme, ist es ISO 850, bei Sony im S-Log ist es, glaube ich, 800 und bei Nikon ist es ganz unterschiedlich, also glaube ich auch mal 150 oder 200, also ich weiß das nicht bei allen Kameras, aber jede Kamera oder jeder Hersteller hat einen anderen Grund-ISO-Wert und den solltet ihr nach Möglichkeit nutzen, wenn ihr irgendwie könnt. Und dann könnt ihr, wie ich es auch gerade schon erwähnt habe, auch mit dem ISO-Auto-Wert arbeiten. Ich empfehle es euch nicht immer, aber manchmal ist es wirklich sinnvoll. ISO-Auto hat den Vorteil, dass ich euer Bild in der Helligkeit automatischen Gegebenheiten auch anpassen kann und dafür weder euer Look noch die Belichtungszeit noch irgendwas verändert wird. Das Einzige, was sich halt ändert, ist das Rauschen, wenn ihr halt einen höheren ISO-Wert habt, aber da kommt ihr dann sowieso nicht drum rum, wenn es halt zu dunkel ist. Das heißt, ihr leuchtet halt ordentlich aus. Ich benutze das wirklich äußerst selten. Wann es für mich sinnvoll ist, ist zum Beispiel, wenn ich in meinem Zimmer hier vlogge oder sowas und ich drehe mich wirklich viel innerhalb meiner Szene und ich weiß das vorher und ich habe meinetwegen irgendwo ein helles Fenster, irgendwo eine ganz dunkle Ecke und ich möchte das nicht zwischendurch schneiden und dann wieder alles neu einstellen. Dann stelle ich den ISO auf Auto ein und filme einfach so und dann passt das auch für mich. Aber normalerweise mache ich das nicht, weil ich filme normalerweise Szene für Szene und dann stelle ich jede Szene getrennt voneinander so ein, wie sie halt perfekt ausgeleuchtet aussieht. Dann kommen wir zum nächsten ganz, ganz wichtigen Punkt, das ist der Weißabgleich. Und gerade der wird von vielen Fotografen vergessen. Also ich war jetzt ein paar Mal mit Fotografen unterwegs zum Filmen, die haben dann auch für mich ein bisschen mitgefilmt, mir geholfen. Die verstehen auch ihr Handwerk, die können schön Bildlook erzielen, aber die vergessen meistens den Weißabgleich. Weil als Fotograf ist man gewohnt, man fotografiert in RAW, geht in den PC rein und kann den Weißabgleich nochmal notfalls in seinem Entwicklungsprogramm wie Lightroom oder sowas machen. Das geht beim Videodrehen aber nicht so einfach. Normalerweise dreht ihr Videos nicht in RAW. Es gibt einige Kameras, die drehen Videos in RAW, die kosten dann aber, naja, so knapp um die 10.000 Euro. Vielleicht gibt es die auch für 7.000 oder 8.000 und dann seid ihr auch bei 10 oder 15 Minuten Material bei knapp 100 GB. Also das sind ganz andere Dimensionen, die ihr dann habt. Und dann wird auch tatsächlich ein RAW-Bild aufgenommen, aber normalerweise fehlt dem etwas, das noch schlechter ist als JPEG. Es gibt Kameras wie die Canon 1DX Mark II oder die 5D Mark IV, die können Einzelbildern aufnehmen, also wirklich wie JPEGs und die hintereinander knallen. Als Videoformat, allerdings sind die dann auch bei wenigen Minuten Bildmaterial bei sehr, sehr vielen Gigabyte. Aber das unterstützen halt die wenigsten Kameras, weil das wirklich sehr gute Rechenleistung erfordert und halt große Speicherkarten, die schnell sind, erfordert. Die meisten Kameras nehmen halt wirklich ein sehr, sehr komprimiertes, sehr stark geschwenktes Format auf. Und das könnt ihr zwar im Nachhinein bearbeiten und color graden, allerdings habt ihr da überhaupt nicht so viel Spielraum, wie ihr das irgendwie denkt. Also wenn der Weißabgleich im Vorfeld versaut ist, dann ist er auch versaut und ihr kriegt ihn nicht wieder hin. In gewissen Grenzen könnt ihr das ändern, manchmal muss man das auch sehr stark anpassen, aber ihr werdet sehen, dass halt das ganze Bild irgendwie drunter leidet, weil das ganze Bild kriegt dann wie so ein Blau-Touch oder ein Orange-Touch oder ein Grün-Touch oder ein Pink-Touch und das kriegt ihr nicht so richtig raus. Also es ist wirklich wichtig, ganz, ganz wichtig, dass ihr bei der Kamera den Weißabgleich vorher einstellt und dass der auch wirklich passt. Ihr könnt, bei Canon geht das ganz gut, sagen meine Erfahrungen, mit den Voreinstellungen filmen. Das heißt, ihr nehmt auch hier nicht Auto-White-Balance, ihr nehmt halt zum Beispiel Sonne, bewölkt, Inlight oder so, das geht ganz gut. Gerade jetzt mit meiner 6D Mark II, muss ich sagen, bin ich da sehr zufrieden. Die letzten Vlogs, die ich gedreht habe, da war es immer bewölkt und ich habe hier auch einfach nur bewölkt ausgewählt und das war's und das klappte ganz, ganz wunderbar und ich hatte eigentlich überhaupt keine Probleme mit dem Nachbearbeiten der Farbe, mit dem Weißabgleich. Hier und da ein ganz klein bisschen, aber es hielt sich in Grenzen. Und wenn ihr jetzt den Weißabgleich ganz vernünftig machen wollt, weil ihr wirklich wichtiges Material filmt, einen Kundenfilm oder für euch, was wirklich kinoreif aussehen soll, dann nehmt ihr auch nicht hier die Voreinstellung, dann nehmt ihr wirklich vernünftigen Weißabgleich mit zum Beispiel einer Weißabgleichskarte vor. Ich habe hier für mich den Color Checker mal gekauft, den packe ich euch mal in die Beschreibung. Der kostet recht viel Geld, ich glaube 150 Euro. Da habt ihr aber sowohl für die Helligkeitswerte als auch für die Hauttöne als halt auch eine Weißabgleichskarte und halt für den Schärfepunkt alles dabei. Es ist halt mobil und für manche Sachen, für Kundenvideos oder so, brauche ich das halt ganz unbedingt. Und dann passt ihr halt mit der Weißabgleichskarte
eure Kamera an. Das funktioniert mit den Kameras ganz unterschiedlich. In meiner Cinema-Kamera zum Beispiel, wie sehe ich das einfach nur hier in der Mitte an und drücke auf den Knopf, dann passt das automatisch an. Mit meiner DSLR hier muss ich ein Foto machen und dann kann ich hier im Menü auf Weißabgleich manuell gehen und muss das Foto auswählen und dann macht er dann einen Weißabgleich und muss dann im Menü auf manuell dann stellen. Müsst ihr gucken, wie ihr das machen könnt. Auf jeden Fall, wenn ihr wirklich ein wichtiges Projekt habt, wo das passen soll, dann nehmt dieses. Wenn ich jetzt meine Filme drehe oder meine besonderen Filmsequenzen, die filme ich auch grundsätzlich nur mit Weißabgleich, damit das halt alles passt, weil ich halt weiß, dass ich im Nachhinein nicht so viel ändern kann. So, und dann kommen wir jetzt zum letzten wichtigen Punkt im Bereich des Bildes, nämlich der Bildstil. Da ist ganz wichtig, dass ihr definitiv nicht den Autobildstil nehmt, sondern nehmt ein und stellt den fest ein und lasst den während eures Videodrehs auch komplett gleich. Wenn ihr jetzt möglichst neutral filmen wollt, so wie das menschliche Auge sieht, dann könnt ihr auch von Canon neutral nehmen, der heißt N. Dann sieht das Bild eigentlich sehr, sehr gut aus, so wie es halt das Auge ungefähr wahrnimmt und dann habt ihr recht viel Spielraum. Wenn ihr das Bild jetzt noch stark nachbearbeiten wollt, dann nehmt die Schärfe und den Kontrast aus diesem neutralen Bildstil komplett raus. Also stellt ihn auf ganz, ganz links, minus 4 oder was auch immer geht. Und dann wird das Bild von der Kamera nicht vorgeschärft und ihr habt auch einen sehr, sehr großen Dynamikumfang, weil halt die Helligkeitsbereiche nicht so schnell ausbrennen, aber auch die schwarzen Bereiche nicht so schnell ausbrennen, habt ihr halt viel Spielraum. Ihr könnt unter Umständen auf eure Kamera auch diverse Bildstile draufziehen. Ich habe hier mal ein Video gemacht, wie ich mal so einen cinematischen Look auf die Kamera draufgezogen habe, um gleich mit der Kamera so einen leichten Orange-and-Teal-Look zu erzielen. Sah echt gut aus. Das Video ist aber allerdings auf Englisch, also guckt es euch gerne an, wenn ihr es versteht. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Allerdings habt ihr dadurch nicht wirklich Gewinn. Ich weiß, es erzählen viele, dass dann halt die Höhen nicht so schnell ausbrennen, dass die Tiefen nicht so schnell ausbrennen. Ich habe das letztens hier in aller Ruhe versucht. Ich habe mich hier mit Absicht überbelichtet, habe dann verschiedene Bildstile genommen, einmal die neutralen und einmal wirklich alle möglichen, die man runterladen kann, die so empfohlen sind, weil ich auch viele davon schon gekauft habe und damit auch früher gefilmt habe. Und habe halt festgestellt, dass wenn ich die nachher gecolorgradet habe, es überhaupt keinen Unterschied macht, welchen Bildstil ich im Vorhinein hatte. Also wenn man im Nachhinein die final colorgradet mit den Farben, die man gerne haben möchte und man hat den Kontrast wieder normal hergestellt, dann ist nach wie vor das ausgebrannt, was ausgebrannt ist. Also es ist ja nach wie vor ausgebrannt, es ist bloß niedriger aufgenommen. Wenn ihr jetzt das Bild besonders flach ausgeben wollt, dann könnt ihr sicherlich so ein Bildstil im Vorfeld nehmen. Ihr könnt es aber auch im Nachhinein einfach so bearbeiten, dass es irgendwie flach aussieht. Wenn ihr jetzt, wie gesagt, in neutral filmt und den Kontrast ganz runterstellt, dann habt ihr schon den meisten Kontrast, den ihr irgendwie einfangen könnt. Und dann braucht ihr nicht mit dem Bildstil flach zu arbeiten. Könnt ihr machen, wenn ihr wollt, aber ich habe halt festgestellt, dass es keinen Unterschied macht in meinen diversen Tests. Ihr habt nur den Nachteil, und der ist recht gewaltig, dass in diesen flachen Bildstilen das Bild in den dunklen Bereichen sehr schnell kriselt und sehr rauschig wird. Das ist echt ein Nachteil und in den Highlights habe ich halt für mich nicht wirklich eine Rettung feststellen können. Wenn ihr jetzt Auto filmt, dann macht es Unterschied, aber wie gesagt, wenn ihr neutral einstellt und macht den Kontrast auf ganz gering, macht es in meinen Augen überhaupt keinen Unterschied. Im ersten Moment schon, wenn ihr drauf guckt, sieht natürlich dann flacher aus, aber wenn ihr es halt im Nachbearbeitet und den Kontrast wiederherstellt, dann macht es ja keinen Unterschied mehr. Meine Erfahrung. Wenn ihr andere Erfahrungen habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare und wenn ihr halt so einen Bildstil draufziehen wollt, um gleich einen fertigen Look zu erzielen, um nicht zu nachzubearbeiten, wie zum Beispiel so ein Kinolook, wie gesagt, guckt euch gerne das Video an, was ich gerade oben verlinkt habe. Da habe ich den Cinelook, hieß der glaube ich, draufgezogen. Und da habe ich einfach den ganzen Tag mit gefilmt, das null nachbearbeitet und hatte echt einen schönen Look. Würde ich jetzt für mich im Nachhinein nicht mehr so machen, weil ich gerne neutral filme, um selber für mich im Nachhinein einstellen zu können, wie ich das Video gerne hätte. Und in dem Fall habe ich schon vorher diesen eingebackenen Look. Da kann ich nicht mehr so viel ändern. Das mag ich eigentlich nicht, aber es ist halt, wenn man das einfach so möchte, vielleicht für Urlaubsvideos oder so, kann ich es auch nur empfehlen. Also guckt euch das Video einfach mal an und ja. Dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist, der aber von vielen im Filmbereich total vernachlässigt wird, und das ist der Ton. Ja, der Ton ist besonders wichtig. Gerade wenn ihr jetzt irgendwie noch in die Kamera redet und eine Botschaft drüber bringen wollt, dann ist es natürlich wichtig, dass euer Zuschauer, euer Zuhörer versteht, was ihr sagt. Ich habe hier zum Beispiel ein Mikro hängen, gleich über mir. Ansonsten habe ich hier dieses Rode VideoMic, was auf der Kamera drauf ist, damit ich wirklich einen guten Ton erziele. Und wenn ihr jetzt das nicht vernünftig einstellt und der Zuschauer euch einfach nicht versteht, was ihr sagen wollt, dann kann das Bild noch so schön sein, es ist halt doof. Damit ihr jetzt richtig guten Ton bekommt, müsst ihr gar nicht viel machen. Ihr müsst eigentlich eure Kamera nur beim Tonpegel auf manuell einstellen. Das heißt, den Autopegel stellt ihr aus, stellt auf manuell. Ich habe leider das erste halbe Jahr ungefähr, als ich meine Videos gemacht habe, immer nur den Pegel auf Auto gehabt und habe mich immer gewundert, dass mein Ton so doof klingt, dass der halt rauscht. Das hat mich tierisch geärgert, habe den dann immer entrauscht.
Dann klang der Ton aber immer so leicht blechern. Durch die Hintergrundmusik ist es nicht mehr so aufgefallen, aber er klang nicht wirklich gut. Und habe mich darüber aufgeregt, dass er halt so klingt, und habe mich gewundert, wie das die YouTuber machen. Und habe mir dann dieses Mikrofon hier gekauft für 250 Euro. Ich hatte vorher schon das einfache Rode VideoMic für, ich glaube, 80. Aber wie gesagt, das hat gerauscht. Also habe ich mir dieses hier gekauft, weil ja alle großen YouTuber damit arbeiten und bei denen rauscht es nicht. Habe es benutzt und es hat immer noch gerauscht. Und ich habe mir einfach nur den Arsch gebissen. Habe mich dann gewundert, wie die das machen, wie die ihr Material so clean bekommen, wieso es halt nicht rauschig ist. Und habe dann nach vielen Recherchieren rausbekommen, dass es daran liegt, dass die Mikrofonverstärkung bzw. die Tonverstärkung in den Kameras wirklich äußerst schlecht ist. Das heißt, wenn ihr jetzt auf Auto einstellt, dann wird die Kamera halt den Pegel immer automatisch lauter leiser machen, wie es halt muss. Und gerade beim lauter machen kommt da halt ziemliche Grütze dabei raus, weil die Kamera überhaupt nicht gut darin ist, das Signal lauter zu machen. Es rauscht dann einfach nur ganz, ganz ungemein. Also wichtig, stellt auf manuell ein. Und dann nehmt einfach mal ein Mikro, richtet das auf euch oder die Kamera, meinetwegen direkt, wenn ihr nur darüber filmt, und sprecht einfach mal in die Kamera in einer normalen Lautstärke und regelt dann den Pegel so, dass er bei minus 16 bis minus 20 im Schnitt ist. Das hat den Vorteil, dass ihr ein bisschen Spielraum nach oben habt. Das heißt, wenn ihr mal ein lauteres Geräusch habt oder so, dann übersteuert das nicht gleich und dann klingt das gut. Kurzer Ausflug zum Übersteuern. Wenn ihr nicht genau wisst, was das ist, wenn ihr früher mit eurem Smartphone vielleicht Konzerte oder sowas aufgenommen habt, das habt ihr bestimmt, wenn ihr mal unterwegs wart, dann werdet ihr festgestellt haben, dass der Ton einfach nur total blöd klang. Ja, der klang total halt übersteuert. Der klingt laut, es klingt alles matschig, durcheinander, brei, ihr hört die Töne nicht mehr raus. Das ist dann, wenn es übersteuert ist. Und übersteuern tut es dann, wenn halt der Pegel maximal ausschlägt. Und das solltet ihr in jedem Fall irgendwie vermeiden. Deshalb ist ja auch dieses Rode VideoMic so praktisch, weil es halt zwei Kanäle hat. Ich habe es auch unten in der Beschreibung drin, könnt ihr euch gerne mal angucken. Und das nimmt halt bei Bedarf den einen Kanal um 10 Dezibel leiser als den anderen Kanal auf. Das heißt, wenn ihr wirklich mal eine Übersteuerung drin habt, dann nehmt einfach den leiseren Kanal, denn der ist mit Sicherheit nicht übersteuert, weil ihr einfach für den Hauptkanal euren Pegel einstellt, meinetwegen auf minus 16. Und wirklich für den Notfall, dass irgendwas extrem laut ist, habt ihr immer noch den Zweitkanal und der ist dann im Normalfall frei von Übersteuerung und dann habt ihr einen vernünftigen Ton. Das war dann jetzt auch endlich alles. Ich weiß, es war ein ganzer Haufen, aber ich finde, es ist einfach wichtig, dass ihr versteht, wie das funktioniert. Es bringt nichts, wenn ich euch einfach nur sage, stellt das so ein und so und so und so und dann geht ihr raus, filmt irgendwas und das Material ist halt nicht so, wie ihr euch das vorstellen könnt oder ihr habt irgendein Ereignis, was ihr nicht eingeplant habt, was so auftritt und ihr könnt halt nicht drauf reagieren. Das könnt ihr wirklich nur, wenn ihr wisst, wie das alles zusammen funktioniert. Und wenn ihr das alles wisst und beherrscht, und das wird im Laufe der Zeit immer leichter und leichter und leichter euch fallen, dann wisst ihr genau, was ihr wann machen müsst, dann habt ihr auch in der Kamera richtig gutes Material aufgenommen und dann müsst ihr halt nur noch lernen, wie es am PC vernünftig bearbeitet, color graded, Soundeffekte drunter packt, Musik drunter packt und so weiter. Aber da gibt es dann auch noch genug Tutorials auf meinem Kanal und dann werdet ihr es auch vernünftig lernen und seid in der Lage, mal eine Hochzeit oder sowas ohne Probleme zu drehen. So, da möchte ich nur noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Und zwar haben einige Kameras die Möglichkeit, mit einem Waveform-Monitor, Histogramm, Peak-Focus, False-Colors oder Zebras oder sowas zu arbeiten. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt das. Ich werde euch nochmal in einem Video gesondert mal erklären, wenn ihr das möchtet, wozu das einzeln da ist. Auf jeden Fall sind das alles Tools, die dafür sorgen, dass ihr besser filmen könnt. Der Peak-Focus zum Beispiel sorgt dafür, dass ihr im Bild seht, anhand von Linien, was halt scharf ist. Die Zebras zeigen euch, welche Bereiche in einer bestimmten Belichtung sind oder ob sie überbelichtet sind. Und das Grundlegende, was eigentlich die meisten Kameras haben, ist das Histogramm. Das solltet ihr definitiv nutzen. Das kann euch nämlich anzeigen, ob ihr unterbelichtet oder ob ihr überbelichtet seid in einer einfachen Darstellung. Also ihr habt dann diese Balken und ihr solltet halt gucken, dass dieser Hauptbalken in der Mitte liegt. Also ihr solltet nicht rechts sein und nicht links sein, sondern dass der Hauptbalken wirklich in der Mitte liegt. Ich weiß, was jetzt das Fotografieren betrifft, sagt man, dass ihr häufig ein bisschen überbelichten sollt mit Absicht, weil ihr in den Highlights halt noch Reserven nach oben habt und so in den Tiefen halt mehr Farben drin habt, weil in den Tiefen sonst zu wenig Farben drin sind und ihr halt so mehr Spielraum zum Bearbeiten habt. Das ist jetzt beim Videodrehen aber nicht ganz so, denn wenn es da ausgebrannt ist, ist es da ausgebrannt. Es ist ja wie gesagt kein RAW und das, was ihr hier im Histogramm zum Beispiel seht, das habt ihr nachher auch drin. Das heißt, wirklich darauf achten, dass laut Histogramm nichts ausgebrannt ist und die Tiefen nach Möglichkeit auch alle da sind und wirklich euer Hauptspot irgendwie in der Mitte ist. Wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt und habt sogar einen Waveform-Monitor, dann ist das noch besser, da seht ihr das viel, viel besser. Beim Waveform-Monitor habt ihr quasi von oben nach unten alles dargestellt, anstatt von links nach rechts. Und da seht ihr halt wirklich auch die einzelnen Bereiche. Und wenn ihr einen Waveform-Monitor habt, dann merkt ihr euch einfach,
dass euer Gesicht im Bereich zwischen 50 und 70% Helligkeit liegen sollte. Also ein sehr weißer Hautton, so wie meiner vielleicht und noch ein bisschen heller, die liegen dann bei um die 70%. Dunklere Hauttypen liegen so eher bei 50%. Und wenn ihr das halt beachtet, dann sorgt ihr dafür, dass das Bild wirklich gut aussieht. Denn wenn ihr mal einen Film oder sowas euch anguckt, dann werdet ihr sehen, dass grundsätzlich die Gesichter ordentlich beleuchtet sind. Das ist halt das, wo normalerweise das Auge drauf guckt. Das heißt, bei dem Gesicht sollte halt die Helligkeit wirklich stimmen. Also leuchtet euch so aus, dass ihr zwischen 50 und 70% Helligkeit im Gesichtsbereich habt und dann sieht die Szene meistens auch gut aus. So, nun reicht es aber auch wirklich. Ich hoffe, von den ganzen Informationen konntet ihr euch ein bisschen was behalten. Wenn nicht, guckt es euch einfach nochmal an und nochmal und nochmal und irgendwann werdet ihr es einfach aufgesogen haben und wenn ihr erstmal wisst, wie es geht, ist es ganz einfach. Mir ist nur aufgefallen, dass es halt als Fotograf unter Umständen ein bisschen schwierig am Anfang ist, weil wirklich einige Sachen anders sind und man sich ein bisschen umdenken muss. Mir geht das halt selbst so, wenn ich halt rausgehe und Fotos mache und wieder Videos mache und wieder umdrehe, dann muss ich wirklich dann denken, jetzt mache ich Video, jetzt muss ich einige Sachen umstellen, jetzt mache ich Foto, jetzt muss ich wieder einige Sachen umstellen. Meistens habe ich die Kamera so eingestellt, dass sie für Video passt und für Fotos nicht ganz, weil ich halt in der Nachbearbeitung im Foto noch den Weißabgleich und so weiter halt nachstellen kann. Im Videobereich ist es halt schwieriger. Wenn ich schnell switchen will hin und her, dann gucke ich wirklich, dass es fürs Video alles passt und wie gesagt fürs Foto, ja, kann ich es im Nachhinein immer noch ein bisschen anpassen, da ist das halt nicht ganz so wild. Wenn euch jetzt immer noch irgendwas unklar ist, gar kein Problem, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich beantworte das irgendwie, soweit ich das kann. Und ich werde auch noch viele, viele mehr Videos auf dem Kanal machen, gerade zur Nachbearbeitung. Das heißt, wie color gradet ihr? Wie color corrected ihr? Wie legt ihr Soundeffekte drunter? Wie legt ihr Musik drunter? Wie wählt ihr passende Musik aus? Wo zieht ihr die her? Wie legt ihr NUT drüber? Wie kreiert ihr eure eigenen NUTs? Und so weiter und so fort. Da wird es also noch viele, viele weitere Videos geben. Wenn ihr das sehen wollt und euch das Thema interessiert, dann abonniert gerne den Kanal, drückt auch gerne die Glocke, damit ihr informiert werdet, wenn es das nächste Video geht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst euch das gut gehen und viel Spaß beim Filmen und kreativ sein. René Hauen.